So sieht Zusammenhalt aus. In Frankfurt am Main kamen im Industriepark Höchst rund 800 Beschäftigte zusammen, um ein klares Zeichen zu setzen. Wir stehen in der Tarifrunde Chemie geschlossen hinter den Forderungen der IGBCE. Wir sind heute hierher gekommen, um gemeinsam zusammenzustehen, Solidarität zu zeigen und halt natürlich dem Arbeitgeber zu zeigen, dass wir eine große Gemeinschaft sind. Wir wollen zeigen, dass wir als Gewerkschaft stark sind, dass wir zusammenhalten und die Arbeitgeber uns nicht einfach so abbügeln können. Unsere Kollegen stehen hinter uns, die wollen halt Zeit haben. Es wird Zeit für Zeit. Die Beschäftigten bildeten eine Menschenkette, die sich über gut 1,5 Kilometer erstreckte. Mit der Aktion möchten wir gemeinsam die Blockademauer der Arbeitgeberseite Stein für Stein einreißen und der Bundestarifkommission bei den Verhandlungen den Rücken stärken. Ich werde morgen in Wiesbaden dabei sein und ich habe hier die Jungs und Mädels, die habe ich im Rücken und die haben mir eben wirklich alle erzählt, dass sie durch sind, dass sie keine Lust mehr haben auf diese Versöhnungstaktik. Wir wollen morgen, übermorgen zum Ergebnis kommen. Schon morgen, am 21. November, werden die Tarifverhandlungen in Wiesbaden fortgesetzt. Ob es dann am Freitag schon zu einem Ergebnis kommt, ist noch vollkommen offen. Klar ist, wir kämpfen weiter und bekommen dabei von unseren Mitgliedern ordentlich Rückenwind.